Manfred Hofinger von der ÖVP kann nun antworten. Geschätzter Herr Präsident, Herr Bundesminister, ja, ich möchte mich auch an dieser bauchgeführten Diskussion oder wahlkampfgeführten Diskussion beteiligen und möchte auch etwas Aufklärung bringen. Es stimmt, Glyphosat ist weltweit ein sehr stark verwendetes Totalherbizid, und möchte aber vielleicht Frau Lunacek auch kurz Aufklärung bringen. Also es wirkt an der Pflanze und nicht über den Boden. Die Pflanze nimmt dieses Glyphosat auf, verändert den Stoffkreislauf und bringt die Pflanze zum Absterben. Auf den Boden aufgebracht wird dieses Glyphosat durch Mikroorganismen schnell abgebaut. Also nur um einige Tatsachen zu bringen, und wo wird es eingesetzt, dieses Glyphosat? In Kleingärten und natürlich in der Landwirtschaft. Aber wo in der Landwirtschaft? Es verwendet kein Grünlandbetrieb Glyphosat. Kein Grünlandbetrieb. Nur Ackerbaubetriebe brauchen sie ab und zu, wenn es um Erosionsschutz geht. Jeder Bauer ist versucht, so gut wie möglich die Unkrautbekämpfung durch maschinelle, durch mechanische Unkrautbekämpfung zu bewerkstelligen. Und manchmal lässt es aber die Witterung nicht zu, dass zum Beispiel Zwischenfrüchte, die Abschwemmungen, Erosionen verhindern, absterben. Und hier brauchen wir dieses Glyphosat. Und ich glaube, wir sind hier auf einem sehr guten Weg unterwegs. Die AGES hat das wissenschaftlich auch untersucht und stellt fest, wenn es richtig angewendet wird, das Glyphosat, braucht der Mensch, Tiere und Umwelt, nehmen sie keinen Schaden davon. Und ich frage schon eines, wofür haben wir diese Agenturen, wenn wir denen keinen Glauben schenken? Es kann nur ein Zeichen dafür sein, dass diese Diskussionen nur vom Bauch heraus geführt werden. Und ich unterstütze auch den Vorschlag der AGES gegenüber der Europäischen Kommission. Alle wissen wir, dass bis Ende des Jahres die Europäische Kommission einen Vorschlag über eine Verlängerung bringen muss. Und die AGES hat da eindeutig gesagt, dass wir in Österreich nur dann zustimmen, wenn gewisse Bedingungen erfüllt werden. Hier gehört die Sikation dazu, die bei uns schon seit 2013 verboten ist. Was heißt Sikation eigentlich? Genau das wäre eigentlich der Punkt, wenn wir von Gift am Teller sprechen. Nur dann, wenn ein reifes Korn mit Glyphosat verunreinigt wird, könnte es über die Nahrungsmittelkette zu den Konsumenten kommen. Das ist in Österreich ausgeschlossen. Und die Untersuchungen zeigen es eindeutig, dass es im Grundwasser nicht nachgewiesen werden konnte, und nur bei 2% der Lebensmitteln Glyphosat festgestellt worden ist, wobei hier die Herkunft nicht genau festgestellt werden konnte. Also auch importierte Ware ist. In Österreich brauchen sich die Konsumenten wirklich nicht zu sorgen, weil die österreichischen Landwirte hier wirklich sehr, sehr sorgsam damit umgehen. Die Landwirte. Und die Landwirte sind sehr streng kontrolliert. Und die Landwirte müssen auch Fortbildungen diesbezüglich pflanzenschutzanwendungsmäßig machen. Sie sind selber sehr dahinter, wie wir so schön sagen, dass sie so wenig wie möglich von diesen Herbiziden verwenden müssen. Und dafür danke ich allen Landwirtinnen und Landwirten, dass sie da so dahinter sind und mehr oder weniger wirklich für unsere Konsumenten die besten, qualitativ hochwertigsten und regionalen Produkten anbieten können. Abschließend möchte ich schon noch einiges sagen. Paracelsus sprach schon, die Dosis macht das Gift. Und es ist schon so, wie es schon angesprochen wurde, auch Aspirin in großen Mengen ist Gift. Und auch hier ist es so. Und die Konsumenten sollten sich durch diese wahlkampfgeführte Diskussion nicht verunsichern lassen. Und ich möchte, dass wirklich die Konsumenten hier nicht verunsichert werden und wir der Wissenschaft hier Glauben schenken. Und ich glaube, hier sind wir auf einem guten Weg und warten wir die Entscheidung auf europäischer Kommissionsebene ab. Danke.